Sequenziell oder linear angeordnete Daten spielen bei uns in der Informatik eine große Rolle. Man nennt eine solche Datenstruktur generell eine Liste, Feldliste oder auch Feld. Und im Englischen und auch bei uns weit verbreitet ist der Begriff Array oder Plural Arrays. Bei einer Liste gibt es normalerweise einen Durchlaufsinn und damit auch ein erstes und ein letztes Element. Und unabhängig von diesen beiden Elementen besitzt jedes Element einen Vorgänger und einen Nachfolger. Also B hat als Vorgänger A, B hat als Nachfolger C, C einen Vorgänger B und einen Nachfolger D, D hat einen Vorgänger C und einen Nachfolger E. Bei einem Array handelt es sich um einen Spezialfall einer Liste, deren Listenelemente immer denselben Datentyp haben und der Zugriff auf ein einzelnes Element mit einer Positionszahl, dem sogenannten Index, erfolgt. Interessanterweise ist der Zugriff unabhängig, ob man auf das erste Element, auf ein Element in der Mitte oder bei einer sehr langen Liste auf das letzte Element zugreift. Der Zugriff auf diese Elemente geschieht immer gleich schnell. So ein Zugriffsmechanismus nennt man auch Random Access. Der Index, also diese Positionszahl, beginnt in Java immer bei 0. Leider führt dieser Beginn bei 0 führt häufig auch zu Verwirrung. Man nennt diesen auch Zero-Based Indexing. Das kommt ein Stück weit aus der Historie und ja, gilt nicht als besonders flexibel. Im Gegensatz zu einer allgemeinen Liste, deren Länge zur Laufzeit verändert werden kann, also die kann wachsen oder auch schrumpfen, ist es bei einem Array nicht möglich. Die Größe eines Arrays, also die Anzahl der Array-Elemente, wird, wie Sie später noch sehen werden, durch die Deklaration bestimmt. Also sie ist fixiert. Wir sprechen dann in so einem Fall, wenn die Größe fixiert ist, von einer statischen Datenstruktur. Es gibt daneben auch noch andere Listen, die können wachsen, werden Sie später noch kennenlernen, beispielsweise die Linked List, und diese nennt man dynamische, die sind vom Typ her eine dynamische Datenstruktur. Die in Java kann die Array-Länge eine Invariable sein, deren Wert zur Laufzeit berechnet wird. Also wenn Sie ein Array anlegen, dann geben Sie normalerweise die Größe direkt beim Erstellen des Arrays an. Wenn Sie wissen, dass Sie 5 Elemente brauchen, dann legen Sie ein Array mit der Größe 5 an. Wenn Sie aber noch nicht wissen, wie groß Ihr Array sein wird, weil Sie erst in dem Programm feststellen, wie groß es sein muss,
dann können Sie statt einem Int-Zahlenliteral auch eine Int-Variable Definition des Arrays verwenden. Also nehmen Sie an, Sie haben ein Fenster, dort gibt es ein Feld, wie viele Array-Elemente benötigen Sie, und Sie können dort eine Zahl eingeben von 1 bis 100. Und Sie geben dort 50 ein, dann haben Sie eine Variable in Ihrem Programm, was diesen Wert 50 beinhaltet, und diese Variable, diese Int-Variable, benutzen Sie jetzt zum Anlegen dieses Arrays. Das ist auch der Grund, weshalb Java-Arrays auch semi-statisch genannt werden. Sie sind eigentlich statisch, aber sie sind deshalb statisch, weil sie nicht wachsen können. Aber sie sind auf der anderen Seite wieder dynamisch, weil man während der Laufzeit erst die Größe bestimmen muss. Also semi-statisch. Wegen der großen Effizienz gegenüber Allgemeinlisten, die Sie später noch kennenlernen werden, gehören Arrays zu den wichtigsten Datentypen der Informatik. Die Deklaration einer Array-Variable erfolgt mit Hilfe eines Klammerpaars mit eckigen Klammern. Und ein Int-Array kann entweder mit Int, eckiges Klammerpaar, A oder Int A, eckiges Klammerpaar deklariert werden. Wobei die erste Variante, also Int Klammerpaar A, konsequenter ist, da Int Klammerpaar als eine Typenbezeichnung für ein Int-Array aufgefasst werden kann. Ähnlich wie Z ist eine Variable vom Typ Int, würden Sie ja auch schreiben, Int Leerzeichen Z, Semikolon, und nicht in einer anderen Art und Weise. Und von der Seite her passt es besser. Und diese Schreibweise wird auch bei Parametern und Rückgabewerten von Methoden verwendet. Allerdings ist die zweite Variante weit verbreitet und besitzt den Vorteil, dass ähnlich wie die Deklaration von Variablen mehrere Arrays mit dem Komma-Operator gleichzeitig deklariert werden können. Also wenn Sie schreiben int a Klammernpaar, Komma b Klammernpaar, Komma c Klammernpaar, dann haben Sie drei Arrays, das Array A, das Array B und das Array C deklariert, welche alle Int-Werte aufnehmen können. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass bei der Deklaration eines Arrays dieses auch tatsächlich angelegt wird. Ein Array ist immer ein Referenztyp. Man erhält, wenn man ein Array deklariert, bekommt man nur eine Referenz, also ein Zeiger auf ein Array. Und bei der Deklaration wird nur ein Zeiger erstellt, also die Referenz. Und diese Referenz zeigt zunächst an eine Stelle, wo möglicherweise später ein Array definiert sein wird. Und erst bei der Verwendung des Erzeugungsoperators, den kennen Sie ja bereits, den haben wir schon öfters verwendet, new, das Schlüsselwort new, oder alternativ dazu, werden Sie später noch sehen, einer Initialisierungsliste, entsteht das Array-Objekt. Die Anzahl der Komponenten und die Array-Länge wird dann auch erst festgelegt. Wenn wir eine Array-Variable deklarieren und gleichzeitig
erzeugen wollen, sieht es ein Stück weit anders aus wie hier beschrieben. Hier wird nur das Array erzeugt. Schauen Sie sich nochmal die Folie zuvor an. Hier wird ein Array deklariert und hier wird ein Array definiert. Und erst bei der Definition wird festgelegt, wie groß das Array sein muss. Deklaration deklariert nur den Variablenbezeichner und gibt an, dass es sich dabei um ein Array handelt. Und bei der Initialisierung, bei der Definition, wird die Größe bestimmt. Kommen wir jetzt vielleicht noch zu der korrekten Sprechweise. Normalerweise müsste man sagen, A ist eine Referenz auf ein erzeugtes Array. Wir sprechen, und das ist generell und allgemein so üblich, wir sprechen hier vom Array A, obwohl A letztendlich nur die Referenz auf das Array ist. Aber wir sprechen hier von einem Array A. Wir können neben dieser grundsätzlichen Definition auch gleich eine Initialisierungsliste verwenden. Bei der Erzeugung werden die Werte der Array-Elemente standardmäßig initialisiert. Und zwar bei numerischen Datentypen auf 0, bei Booleschen auf False, bei Characters auf Backslash 0 und bei Referenzen, wie beispielsweise auf anderen Arrays oder auf Objekte auf Null, also NULL auf Null. Und mit einer Initialisierungsliste, also diese Liste ist in geschweifte Klammern eingebettet, kann man diese Standardinitialisierung umgehen. Also hier sehen Sie beispielsweise das Array B, was Integer-Elemente aufnehmen kann. Und hier wird das erste Array, also Array B, mit 4 Elementen initialisiert. Die Elementewerte sind 5, 3, 4 und 1. In der Klammer, also in diesem geschweiften Klammernpaar, können nicht nur Literale, sondern auch Ausdrücke und sogar Methodenaufrufe stehen. Hier in dem zweiten Beispiel sehen Sie beispielsweise eine Methode foo. Dieser Methode werden auch Parameter übergeben, konkret ein Parameter. Hier entsteht ein Array vom Typ int, was 3 Elemente aufnehmen kann. Das Array trägt den Bezeichner c und das erste Element hat foo, Klammer auf, 1, Klammer zu. Also hier wird eine Methode aufgerufen, die wohl einen Int-Wert zurückliefert. Das zweite Element hat noch einen mathematischen Ausdruck, 3 mal foo in Klammer 3 und das letzte Element 5 mal foo, Klammer 5. Die Länge bei einer Initialisierung mit dieser Initialisierungsliste wird dabei durch die Anzahl der durch Komma abgetrennten Ausdrücke bestimmt. Also hier haben wir 2 Kommas, das heißt 3 Elemente. Bei dem Array B haben wir 3 Kommas, also 4 Elemente. Und interessanterweise gibt es auch noch eine Methode, wie man die Länge später noch bestimmen kann. Dazu gibt es die Möglichkeit, mit einer Punktnotation und einem angesetzten Length die Länge des Arrays zu ermitteln. Also würde das Array jetzt
mit A benannt, dann könnte man mit A.Längs die Länge des Arrays ermitteln oder abfragen. Achten Sie darauf, diese Angabe ist ohne Klammern, also es handelt sich hier nicht um einen Methodenaufruf. Und Sie können das Array nur, also die Arraygröße nur bei der Initialisierung auf die Größe festlegen. Das heißt, diese Darstellung hat auch nur Leserechte, also Sie können keine Zuweisung machen. A.Längs ergibt sich zu 9, würde zwangsläufig zu einem Fehler führen. Sie können nur hieraus etwas erfahren. Ja, einzelne Elemente des Arrays werden mit dem Index, der in eckigen Klammern steht, angesprochen. In diesem Beispiel hier würde das erste, eigentlich das nullte Element mit dem eckigen Klammernpaar und dem Zahlenliteral 0, das nächste mit 1 und das letzte mit 5 angesprochen. In der Klammer kann auch ein Ausdruck stehen. Also wenn Sie eine Berechnung haben oder eine Methode, die einen Integerwert zurückliefert, dann ist es möglich, dass Sie das auch hier entsprechend verwenden. Sie sehen hier nochmal anschaulich die einzelnen Array-Elemente, wie sie hintereinander abgelegt sind. Wenn Sie eher gedanklich bei dem Speichern an so einen Arbeitsspeicher denken, dann können Sie sich die Darstellung auch in der Form vorstellen. Falsche Array-Indizes gehören zu den meistverbreiteten Programmierfehlern. Im täglichen Leben ist man gewohnt, Aufzählungen bei 1 zu beginnen. Man spricht vom ersten Element, vom zweiten Element und so weiter. In Java besitzt aber das erste Array-Element immer den Index 0. Das zweite den Index 1 und das führt häufig zu Verwirrungen. Und am Ende eines Arrays muss man ebenso vorsichtig sein. Sie sehen hier ein Array mit 6 Elementen von A0 bis A5. Und wenn Sie auf das letzte Element zugreifen, dann dürfen Sie als Index nicht die Größe des Arrays benutzen. So A6 würde hinter das Array fassen. Also würde versuchen, ein Element aus dem Array zu greifen, was nicht mehr da ist. Und das führt zu entsprechenden Indexfehlern.